Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen auf nah-dran.bayern, der neuen digitalen Ausgabe unserer Fraktionszeitung. Schön, dass Sie da sind. Hier finden Sie künftig nicht nur die aktuellsten Artikel unserer Fraktionszeitung, sondern auch viele weitere Infos rund um unsere Landtagsfraktion. Audiobeiträge unserer Abgeordneten, ausgewählte Fraktionsfilme, Exklusivinterviews und Fotostrecken inklusive. Die erste digitale Ausgabe unserer Fraktionszeitung beschäftigt sich, wie könnte es anders sein mit der Corona-Pandemie, deren Folgen wir seit einem Jahr Tag ein, Tag aus zu spüren bekommen. Die Pandemie betrifft alle Menschen und fast alle Aspekte unseres Lebens. Kaum ein Bereich bleibt verschont. Diese Ausnahmesituation eröffnet allerdings, unabhängig von der unbestreitbar existierenden Katastrophe, die Chance für eine allumfassende gesellschaftliche Veränderung, die in einer Geschwindigkeit vollzogen werden kann, die das normale politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Agieren deutlich übersteigt. Die Betonung liegt auf kann. Denn dies ist kein automatischer Vorgang, sondern muss von mutigen und tatkräftigen Köpfen vorangetrieben werden. Genau das hat sich unsere Freie Wähler Landtagsfraktion zum Ziel gesetzt. Gerade jetzt braucht es neben allen berechtigten Sorgen und Ängsten auch das dringend benötigte Quäntchen Zuversicht. Denn in der Krise liegt auch die Chance für Veränderungen und Wandel. Unternehmen, die frühere Krisen überstanden haben, zeigen, wer jetzt klug plant und an die geänderten Bedürfnisse und Rahmenbedingungen denkt, kann vielleicht sogar mit neuer Stärke aus der Krise hervorgehen. Gleiches gilt für den Bildungsbereich. Die Schließung von Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen hat der digitalen Bildung in Bayern einen regelrechten Schub verpasst. Was wir uns für den Bildungssektor zu Beginn der Legislaturperiode vorgenommen hatten, haben Staatsminister Professor Dr. Michael Piazzolo und Staatssekretärin Anna Stolz in Rekordzeit umgesetzt und vieles mehr obendrauf gesattelt, um Unterricht trotz Pandemie möglich zu machen. Wir Freien Wähler im Bayerischen Landtag sehen die Pandemie deshalb nicht nur als Zäsur, die unseren Freistaat nachhaltig verändern wird, sondern auch als echte Chance, um als gegeben betrachtete Prozesse zu überdenken und dauerhafte Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Damit Bayern seine Spitzenposition in Wirtschaft und Bildung auch in Zukunft verteidigen kann. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor uns liegen entscheidende Monate. Doch mit den richtigen Maßnahmen und einer extra Portion Engagement können wir diese herausfordernde Zeit gemeinsam meistern. Wichtig ist jetzt vor allem, dass wir weiter alle an einen Strang ziehen. Allen, die dabei mithelfen, sage ich heute Danke. Gemeinsam schaffen wir alles. Bitte bleiben Sie gesund.